Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Wie der eine oder andere vielleicht in einer der letzten Folgen mitbekommen hat, habe ich so einen schönen Futur-Pinsel bzw. so ein komplettes Futur-Set bekommen. Da war der Pinsel Mist, der war im Arsch. Ja, dann hatte ich ja mal so aufgerufen, habt euren Tipp, habt eine Idee, was könnte man da reinstecken. Kam auch ein paar Ideen und naja. Über Facebook kam dann von einem Mitrasur-Kollegen halt so der Ruf: Klaus, ich hab da noch was, den könnte ich dir rüberschicken. Mir gefällt er nicht, mir ist er zu lasch. Und ob er zu lasch ist oder nicht, werden wir gleich feststellen. Hier ist jetzt ein Mühle-Knoten drin. Mühle hat drei Pinsel, drei so Design-Pinsel. Da kann man den Knoten rausschrauben. Das ist besagter Schraubknoten. Der ist jetzt hier in dem Fall einfach mit Heißkleber in den Griff eingesetzt und naja, ich sag mal, Heißkleber lässt sich schon relativ leicht wieder entfernen. Besser auf jeden Fall wie Epoxidharz. Also das Heißkleber immer so, das Mittel meiner Wahl hält gut genug, aber nicht irreversibel. Also sprich, man muss jetzt hier den Knoten nicht zwingend töten, um ihn dann halt wieder rauszuholen. So, und dann gucken wir mal, ob der was ist, weil wenn er was ist, freuen wir uns. Und wenn er nichts ist, dann naja. Können wir immer noch gucken, ob wir den woanders reinstopfen. Vielleicht oben ein bisschen enger binden. Wie man hier sieht, hier ist jetzt diese schwarze Kante. Direkt darunter fängt auch schon das Gewinde eigentlich an. Ja, an sich tolle Idee, aber ich sag mal so, eigentlich braucht man meinen Pinsel das nur wechseln, wenn man damit scheiße umgegangen ist. Wenn man einen Pinsel vernünftig behandelt und auswäscht und nutzt, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Aber egal, ich muss dann noch bei Michael in Erfahrung bringen, ob das jetzt hier der Synthi ist. Also es gibt so ein DAX-Imitat Synthetik, es gibt einen einfachen DAX und es gibt einen Zupf-DAX, wenn ich da nicht richtig, wenn ich da nicht falsch liege. Also auch diese drei Designpinsel, ich meine, Rhythmor ist unter anderem einer, die gibt es immer in drei Qualitätsstufen und schauen wir mal. Ich meine, bis jetzt fühlt er sich ganz gut an, da sieht er auch gut aus. Wie ihr euch erinnert, der Alte hatte da so ein richtiges Loch. Schauen wir gleich mal, wie er sich macht. Gut, geht's weiter. Open Comp Wochen. Ich habe hier ein Gillette Sinew Borland. Den gab es in den USA, in Kanada, in Frankreich, sogar in Deutschland in den 1930er Jahren. Ja, Deutschland eher weniger, aber auch vereinzelt. Ja, das hier ist diesmal der Kollege Made in USA, wie es unten drauf steht. Ja, was hier so ein bisschen besonders ist, hier hinten zwischen den in den Riefen ist es kupferfarben und die Kopfplatte ist kupferfarben. Also ich habe die jetzt hier auch schon mal poliert, aber wie der ein oder andere weiß, Kupfer läuft sowieso wieder an. Also ähnliches Spiel wie bei Silber, putzt man sich nur einen Wolf. Klar, sieht jetzt nicht so prickelnd aus, hat aber so ein bisschen was Steampunkiges. So, und was tun wir in einem Gillette? In einem Gillette tun wir Gillette Platinum rein, wie wir im Robot so schön sagen, tun wir die Klinge rein. Ja, ich dachte mir, kommt ein bisschen wenig vor bei mir, aber nehmen wir mal meine Selfmade-Rasierseife, in dem Falle Duftnote Blockbuster, also sprich Popcorn, war so die Geruchsintention meiner Wahl damals. Ist braun geworden, warum auch immer, ist egal. Die Seife ist nicht mies oder übel. Die sieht nur so aus. So, Aftershave. Da ich euch ja immer nur mit Nivea langweile, habe ich mir mal gedacht, ich hole mal aus meinem Griechenlandurlaub den Noxerma ASB raus. Und last but not least, vielleicht braucht man vielleicht nicht der Lügendetektor. So, der Hobel, klassischer Dreiteiler. Wie ihr seht, der hat jetzt noch keine Kunststoffplatte, aber der hat hier hinten auch so einen komischen Steg. Ich weiß gerade nicht, ob die passt. So, das Besondere bei dem Sinew hat sich Gillette was beigebracht. Der hat jetzt hier so eine lange Nut oben und unten und der hat hier so Kanten oben an den Ecken. Also direkt in jeder Ecke so ein Pin. So, und zwar wollte Gillette damit damals seine neu entwickelte DE-Klinge am Markt etablieren. Wie ihr vielleicht wisst, so alte klassische Klingen haben drei Löcher. Moment mal. So, da bin ich wieder. Sowas hier. So sahen die Rasierklingen aus, bevor sie diese Form bekommen haben.
Die Kantenlänge von oben nach unten ist gleich, auch hier von diesen, ich sag mal, angedeuteten Löchern in der neuen, der Lochabstand ist auch gleich. Also sprich, die neue Klinge konnte man auch in den alten 3-Pin-Rasierern nutzen. Nur die alten Klingen halt nicht mehr, in den neuen. Und da Gillette da ein Patent drauf hat, könnt ihr euch den Rest natürlich selber denken. So, ich lege jetzt auch mal den Griff beiseite. So, die Klinge, also ist jetzt im Endeffekt kein Hexenwerk, ist nicht viel anders wie bei den normalen 3-Pfostigen. So, aber letzten Endes, die Klinge wird gehalten in der Mitte durch den Steg und an jeder Ecke durch diesen kleinen Pin. Hat auch bis zum Schluss der Gillette Tech unter anderem, der sieht ähnlich aus und ich sag mal, wenn man sich so einen Twister Open TTO Hobel anguckt aus den 70er, der hat auch in der Mitte eigentlich nur noch diesen Steg oder halt auch einen Fatboy oder einen Slim. Müsst dann reingucken, wenn ihr einen habt oder mal in die anderen Videos reinschauen. So, dann kommt hier, oh, ganz unsportlich, einfach hier unten die Klingen, die Kammplatte drauf. Wie man hier sieht, hat die auch so einen Schlitz und ist an den Ecken oben frästechnisch ausgespart. So, der Rest ist wieder ganz unspektakulär. Linke Seite, rechte Seite sieht ziemlich gut aus. Wie sollte es auch anders sein, so wie die Klinge hier drin arretiert ist. Also wenn die jetzt krumm wäre, wäre der ganze Kopf krumm. So, klassischer Ballendgriff, den hat Gillette seit den 1900ern. Dem sie mit dem Spaß angefangen haben. So. Klingenpack und Vorführklinge kann weg. Ja. Meine Blockbuster. Wie gerade gesagt, mit Zuckerwatte-Duft. So, wer die nachmachen möchte, auf klausrasiertsich.de mit oder ohne Bindestriche gibt es das Rezept. Video dazu, wie ich sie koche, gibt es auch. Ist kein Hexenwerk. Immer nur reinschauen. So. So, und der sieht nicht ganz so dramatisch aus. Also ist an sich so eher eine Krankheit von weicheren Pinseln, so diese Blume zu machen, aber der andere, da kam ja gar nichts. Gut, ja. Den Pinsel kann man leider schlecht hinstellen, deswegen nehme ich mir den passenden Pinselständer dazu. Gut, erste Runde, schauen wir mal mit dem Strich.
Gut, das war dann die erste Runde. Sieht ein bisschen ganz gut aus. Dann geht es jetzt auf zur Runde 2. So, dann Runde 2 dagegen. Gut, ich würde sagen, ich hau meinen Schaum aus dem Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so. Fangen wir an. Fangen wir mit der Seife. So, Selfmade, ganzen Eimer. Und ich sag mal, das ist nur ein Eimer. Da sind im Endeffekt 4 solche Eimer bei rumgekommen. Roundabout knapp ein Kilo, meine ich, war es gewesen. Materialeinsatz lag bei ca. 25 Euro. Da muss ich sagen, hat man eine Menge Seife für bekommen. Und ja, die funktioniert auch sehr gut. Ja, es gibt bessere. Sicher, aber es war auch mal so das Bestreben danach, ich mache mir mal eine selber. Das Rezept ist Open Source. Damals bei dem Versuch, das zu machen, haben, ich glaube, ungefähr 30, 35 Leute mitgemacht. Wir haben da 2 Seifengurus, das nenne ich sie jetzt, meine Rasurgruppe, die haben uns da angeleitet. Also ich bin da jetzt auch für technische Fragen ehrlich der falsche Ansprechpartner. Also wer da genaueres zu wissen möchte, den Link zur Facebook-Gruppe gibt es unten und da findet ihr dann auch entsprechende Leute, wenn ihr da mal nachfragt oder ihr könnt halt auch nach dem Thema mit der Seife suchen. Ist jetzt schon weit länger her, ich habe sie jetzt nicht oft in Einsatz gehabt, aber eigentlich zu Unrecht. Also ich sag mal, die Seife kann meiner Meinung nach schon locker flockig mit einer Tabak mithalten, wobei die Tabak ja auch so als, ja, gute, brauchbare deutsche Drogerieseife abgetan wird. Da hat sie vielleicht auch nicht verdient, die ist schon einen Tacken schöner. Aber wie gesagt, auch jetzt hier die Open Source Seife, die funktioniert vernünftig und gut und die kann was. Sicher ist ausbaufähig, wie gesagt, Rezept steht auf meiner Homepage. Ja, abwandeln könnt ihr natürlich alles gerne, wie gehabt. Ja, der zweite Nebendarsteller heute, der... Ja, eigentlich darf man es ja schon gar nicht mehr sagen. Merkur Futur Mühle Pinsel. An sich hat der jetzt heute recht gut funktioniert. Also war auf jeden Fall schon mal ja, nicht mehr ganz so ein nasses Hemd wie sein, wie das alte Pinselkleid hier drin. Also hat sich jetzt schon mal schon einiges in die richtige Richtung getan. Ihr könnt noch einen Tacken härter sein. Ja, Michael, du hast recht. Finde ich auch, aber auch er wird seine Seife finden und seine Berechtigung finden. Ich habe ja auch noch einen Black Fiber von Mühle, der ist auch ein bisschen was lascher und auch den nutze ich ab und an ganz gerne. Muss halt nur für das Tierchen halt den passenden Seifeneinsatz finden. Ja, Open-Comp-Wochen. Ich habe euch mal wieder
einen offenen Kammrasierer auch aus meiner Sammlung mehr gezeigt. Wie man hier sehen kann, schön mit klassischem Bordendgriff. Auch der Griff in dem Falle mal nicht gerissen, doch der ist angerissen da oben. Entschuldigung, aber jetzt hier nichts Dramatisches an der Stelle. Die Lötstelle hat gehalten. Ja, gegen die Risse kann man nicht wirklich was tun. Das ist eine Krankheit bei den Dingern. Einer hat sie, der andere nicht. Manchmal hat man es auch noch, dass hier oben oder unten das Rohr halt ab ist. Da lässt sich nur mit Löten helfen. Da habe ich auch, glaube ich, schon mal ein Video auf meinem Kanal zugemacht. Ich gebe es zu, mehr amateurhaft als professionell, aber es hilft und es die Mittel heiligen die Zwecke, sage ich jetzt mal. Ja, dann hätten wir noch. Upsassa, Angriff der Pelztiere. Die Gillette Platinum hat heute einen guten Job gemacht. Zu den Einzelheiten komme ich gleich. Ja, kann man kaufen. Finde ich, ist schwieriger zu bekommen wie eine schwarze Derby. Und ich muss sagen, heute war sie recht nah an der schwarzen Derby dran, bin ich sogar gleich auf. Wie gesagt, dazu werde ich gleich mich noch äußern. Also an sich eine gute Klinge. Viele Leute mögen so und halten sie schon zurecht, ja. Aber ich sag mal, jeder hat so seinen Liebling. Der eine mag Lamborghini, der andere Ferrari. Und so ist es hier im Endeffekt auch. So, heute Nuxerma ASB. Selbst importiert aus Griechenland. Fragt mich nicht, wo er es kriegt. Ich denke mal bei dem großen Fluss. Falls es das dann gibt oder ähnliches, ja, links kommt dann unten rein. Von der Konsistenz her, na, was fester. Der eine oder andere denkt jetzt schon an Schmuddelfilme. So werden die Szenen gedreht. Ja, Geruch eher, ja, unauffällig. Nicht nach Nivea. Schön gleitend. Schon mal genau, wie schnell sie einzieht. Gut, der ASB definitiv ein. Okay, also kann man sich guten Gewissens anschaffen. Für Leute, die ASBs mögen. So. Den Lügendetektor, da verzichte ich heute drauf. Selbst hier meine Problemfläche hier unten, die ist ganz okay. Schauen wir mal, wie sie die nächsten paar Tage ausschaut. Ja, kommen wir zu meinen Restopplichkeit. Zwei Minus ist es nicht mehr. Ich würde es heute mal auf eine 3 Plus. Also steht schon wirklich ein bisschen mehr. Ist auch mit ein Grund, warum ich die Gillettes teilweise nicht so gerne nutze. Die sind nicht so gründlich. Also es gibt da deutlich gründlichere. Ne, den Gießen Forsthoff, der wird immer mal gerne genannt. Selbst ein 41R ist meiner Meinung nach ein bisschen gründlicher am Abräumen. Deswegen, wie gesagt, eine gute 3 Plus. Also wenn man das Ding findet, kriegt ein bisschen den Fetisch hat. Benutzten, probierten aus. Ich meine, weitergeben. Für so alte Dinger findet sich immer ein Abnehmer. So, aber nichtsdestotrotz, die Gesamtrasur. Ich habe nichts, ich kann mich nicht beschweren. Die Stüppelchen, ja gut, aber trotzdem möchte ich meine Gesamtrasur mit einer 2 bewerten. Ich fand sie nämlich an sich heute gut. So. Und dann kommen wir auch jetzt schon zum einfachen kurzen Abschluss. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Unten könnt ihr kommentieren, abonnieren, diskutieren, kritisieren, wenn es nötig ist oder wenn ihr irgendwas habt. Ja, ein Abo dürft ihr auch da lassen. Das Glöckchen daneben drücken, dann macht's Ping beim nächsten Mal, wenn ein Video von mir online kommt. Euch noch ein schönes Restwochenende. Bis demnächst. Auf bald.